In diesem Videotutorium erklären wir, wie Sie Aufgaben im RDMO anlegen und diese mit den Fragen Ihres Fragenkatalogs verknüpfen können. Dies zeigen wir anhand unserer Beispielfrage. Diese soll ermitteln, ob nach dem Projektende die Datensätze veröffentlicht werden. Die Bedingung zur Frage haben wir bereits festgelegt. Diese regelt, dass der Nutzer bei Bejahung der Frage auch angibt, unter welcher Lizenz die Daten nachher verfügbar sein sollen. Hier stehen dem Nutzer verschiedene Lizenztypen als Antwortoption zur Auswahl. Da häufig Unsicherheit bei dem Thema Lizenzen und Recht besteht, möchten wir nun folgende Aufgaben erstellen. Falls Sie unsicher sind, was eine bestimmte Lizenz bedeutet, kontaktieren Sie bitte die zuständige Beratungsstelle Ihrer Institution. Diese Aufgabe soll dem Nutzer jedoch nur dann angezeigt werden, wenn die Antwort auf die Frage zur Datenveröffentlichung Ja lautet. Hierfür benötigen wir eine Bedingung. Diese soll überprüfen, ob unsere Frage nach Datenveröffentlichung bejaht wurde. Solch eine Bedingung haben wir bereits angelegt. Wie dies genau ging, können Sie im Tutorium Fragen mit Bedingungen verknüpfen ansehen. Für unseren Fall können wir diese Bedingung also erneut verwenden. Diese verknüpfen wir mit unserer Aufgabe. Nun wird uns die Aufgabe bei Bejahung der Frage gezeigt. Wie man Fragen mit Optionen und Bedingungen verknüpft, erfahren Sie in diesen Videotutorien. Vielen Dank fürs Zuschauen!